Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Cuando tú me digas que yo empiezo, ¿eh? Sí. Y tú me dices uno, dos y tres, yo empiezo. Yo lo que no quiero empezar antes de tiempo, después de la cuenta. Mira, que estoy aquí más nervioso, yo disminuyo de mi alma por los pies, descalzo de Jesucristo, cada vez que me pongo delante de un micrófono me pongo más nervioso que todas las cosas. Tú me dices uno, dos y tres, yo empiezo. Yo lo que no quiero es tener que repetir tres, cuatro veces, que después me diga la gente que se me ha repetido las morcillas. Tú me dices uno, dos y tres, yo empiezo. ¿Que empiece? ¿Ahora? Esto iba a ser una canción instrumental. IMP is cupcake. IMP is in Ordnung kommen. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Die Affen zum Beispiel, die trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Da ist der Lift.
wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon tot! Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rötschelein. Und holen Sie mir Fegelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Sie bleiben, Doktor, bitte.